du Judensau! Herr Kommandant! Dieses gesamte Fundament muss abgetragen werden und nochmal neu gegossen. Wenn nicht, wird zumindest eine Absenkung eintreten. Und zwar am Südende der Baracken. Eine Absenkung und dann wird alles zusammenfallen. Du bist ein Ingenieur? Ja. Mein Name ist Diana Reiter. Ich habe meinen Abschluss als Bauingenieur an der Universität Mailand gemacht. Ein gebildeter Jude. Karl Marx höchstpersönlich. Und der Scharführer? Jawohl. Erschießen Sie sie. Herr Kommandant, ich bemühe mich doch nur, meine Arbeit gut zu machen. Ja, ich mich auch. Und der Sturmführer, sie hat hier die Bauleitung. Wir sind nicht hier, um mit diesen Leuten herumzustreiten. Zum Feld? Komm. Halt! Erschießen Sie sie hier, unter meiner Aufsicht. Erinnern Sie sich, liebe Zuschauer, an diese Szene, an diesen Film? Schindlers Liste von Steven Spielberg. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie erfahren mit 38 Jahren plötzlich, dass dieser KZ-Kommandant, dass dieser skrupellose Nazi Ihr eigener Großvater ist. Das ist die Geschichte von Jennifer Tege, die wir heute bei Planet Wissen erzählen. Ich bin eines Morgens in die Bücherei gefahren, habe eigentlich ein paar Bücher zurückbringen wollen. Ohne mir etwas zu denken, habe ich ein Buch herausgezogen und mir den Einband angeschaut. Und darauf war links ein kleines Bild von einer Frau zu sehen. Auf dem Untertitel stand die Lebensgeschichte der Monika Goeth, Tochter des KZ-Kommandanten Amon Goeth. Das habe ich gesehen und habe das Buch dann durchgeblättert, ohne es zuordnen zu können. Beim Blättern wurde mir bewusst, dass dieser Mann ein KZ-Kommandant war, nämlich dieser KZ-Kommandant aus Schindlers Liste. Den Film hatte ich ja gesehen. Und ganz zum Schluss gab es eine Zusammenfassung mit Lebensdaten von Menschen, die ich kannte. Zum Beispiel meine Großmutter, zum Beispiel meine Mutter verzeichnet. Und in diesem Moment ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich keine fremden Personen waren, sondern meine leibliche Familie. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Jennifer Tege, ganz herzlich willkommen. Das klingt wirklich unglaublich. 38 Jahre alt finden Sie dieses Buch und erfahren, dass Amon Goeth Ihr Großvater war, den Sie in Schindlers Liste gesehen hatten, also natürlich den Schauspieler. Warum wussten Sie bis dahin überhaupt nichts davon? Ich bin aufgewachsen nicht bei meiner leiblichen Mutter, sondern zuerst in einer Pflegefamilie und wurde im Alter von 7 Jahren adoptiert. Das heißt, ich hatte zwar Kenntnisse über meine früheste Kindheit. Ich kannte einige Fakten aus den Adoptionsunterlagen und auch vom Jugendamt waren mir Details bekannt. Aber ich hatte nur rudimentäre Kenntnisse. Und so kannte ich den Namen, meinen Geburtsnamen Goeth, aber nicht in diesem Zusammenhang. Mhm. Wir haben ja gerade im Film gesehen, haben Sie geschildert, wie das war, wie Sie dann nach hinten geblättert haben und es Ihnen so langsam gedämmert ist. Wie haben Sie sich denn gefühlt? Es war ein Moment in meinem Leben, der das Leben in ein Davor und in ein Danach geteilt hat, kann man sagen. Es war ein Moment, der, es kam so überraschend, es kam aus dem Nichts. Ich bin morgens in die Bücherei gegangen. Ich hatte meine beiden Kinder vorher in den Kindergarten gebracht. Sie waren damals noch kleiner. Und ich bin in der Bücherei durch die Gänge gegangen, war auf der Suche nach einem Buch, aber nicht nach einem speziellen Buch, sondern nur nach Lektüre allgemein für mich. Und da fand ich dieses Buch und es kam aus heiterem Himmel. Es war nichts, was ich erwartet hatte, weder das Buch zu finden, noch den Inhalt, den kannte ich ja auch nicht. Es kam wie, ich habe mal gesagt, wie ein Tsunami. Es klingt etwas pathetisch, aber genau das war das Gefühl. Eine Riesenwelle, die mich überrollt hat. Und Sie waren sich ja auch sehr schnell sehr sicher, das ist wirklich meine Geschichte, das sind Tatsachen und da brauche ich jetzt gar nicht viel dran rumüberlegen, stimmt's oder stimmt's nicht. Wie sind Sie damit klargekommen? Haben Sie sich Hilfe geholt? Haben Sie es mit sich selber ausgemacht? Wem haben Sie es zuerst erzählt? Ich habe es zuerst gar niemandem erzählt, außer meinem Mann selbstverständlich. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt, als ich in der Bücherei war, im Büro. Ich rief ihn an und bat ihn, dass er mich abholt, denn ich war in einem Zustand, in dem ich nicht hätte Auto fahren können. Ich war so verwirrt und auch so überrascht und geschockt, dass ich mit
meinem Mann nach Hause gefahren bin, das Buch gelesen hatte und danach verfiel ich in eine Sprachlosigkeit. Ich habe mit niemandem gesprochen, weder mit meinen Adoptiveltern, noch habe ich meine Mutter zuerst kontaktiert. Auch Freunden konnte ich mich nicht mitteilen. Ich musste das erstmal mit mir alleine ausmachen. Ich habe mir dann therapeutische Hilfe gesucht. Das war der erste Schritt. Aber selbst das hat ja einige Zeit gedauert. Wie lange waren Sie sprachlos? Bis heute? Nein. Mittlerweile habe ich Worte gefunden, darüber zu sprechen. Aber die Sprachlosigkeit, die konkrete Sprachlosigkeit, die Depressionen, die Zeit, in der ich nur geschlafen habe, das war etwa ein Zeitraum von 6 Monaten. Ja, danach. Und Ihre Adoptivfamilie, wie haben die reagiert? Wussten die das? Ich vermutete anfangs, dass es im Bereich des Möglichen liegt, dass sie es wussten, denn meine Mutter hatte mir es ja verheimlicht und insofern war es naheliegend, dass auch meine Adoptiveltern eventuell Kenntnis hatten und schwiegen. Also ich hab sie dann gefragt und sie bestätigten mir glaubhaft, dass sie nichts wussten. Auch das Jugendamt wusste nichts, was damit zusammenhängt, dass der Film Schindlers Liste ja erst Mitte der 80er Jahre herauskam und damals, Entschuldigung, Mitte der 90er Jahre. Ja, und ich bin 1970 adoptiert, damals war die Geschichte auch der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt. Ja, und selbst wenn, muss man ja dann mit diesem Namen einfach weiterdenken. Ja. Und wenn man es überhaupt nicht weiß und nicht für möglich hält, kommt man ja auch einfach nicht auf die Idee. Ja, wer war dieser Amon Göth? In seiner SS-Personalakte, die wir im Bundesarchiv in Berlin gefunden haben, wird er im Oktober 1941 als aufrechter Nationalsozialist und opferfreudiger und einsatzbereiter SS-Mann beurteilt. Für die Häftlinge des Konzentrationslagers Plaschow war Amon Göth ein Albtraum. Überlebende berichten von willkürlichen Erschießungen, Hunden, die darauf warteten, die darauf abgerichtet waren, Menschen zu zerfleischen. Ein ehemaliger KZ-Häftling erinnert sich an diesen Horror, und zwar genau dort, wo das alles geschehen ist. Nichts verweist auf die dunkle Vergangenheit dieses Ortes. Und doch ist es wahr. Hier hauste damals der brutale Massenmörder Amon Göth. Nach so durchgezechten Nächten, nach den Partys, was sie haben gefeiert und so weiter. Hier drin? Ja, und hier unten. Da stand er immer so halb besoffen oben. Das ist der richtige Pose, seine richtige Pose. Ohne Hemd, mit Pyjama-Hose, Zigarette und Karabiner. Das war das, sein Lieblingsplatz. Und hat er beobachtet, wer bewegt sich da. Also für ihn, nach seiner Meinung, wer bewegt sich zu langsam oder jemand, was bewegt sich zu langsam oder arbeitet zu langsam, da hat er auf den gezielt und pack, war er tot. Und wenn ich war hier an der Ecke, da hinten, da habe ich immer geguckt, steht er oben oder steht er nicht? Wenn er war nicht da, da bin ich schnell gelaufen, ungefähr 300 Meter. Für diesen Mann scheint alles noch ganz lebendig zu sein. Was wussten Sie bis zu dem Tag, an dem Sie in der Bücherei zufällig, das ist ja so ein Wahnsinnsereignis, dass ich das Wort gar nicht richtig verwenden möchte, das Buch gefunden haben. Was wussten Sie über Amon Göth, Ihren Großvater, wie Sie heute wissen? Ich wusste das, was die meisten Menschen wissen durch den Film Schindlers Liste. Ich wusste, dass er ein Kriegsverbrecher war. Ich wusste, dass er das Lager geleitet hatte in Plaschow und dass er der Gegenspieler war von Oskar Schindler. Mhm. Also das waren die Fakten, die mir bekannt waren. Ich habe dann sehr viel mehr erfahren, weil ich mich informiert habe. Ich habe dann Akten gelesen und mittlerweile kenne ich das Urteil. Er wurde verurteilt nicht nur für die Zeit in Plaschow, sondern auch für die Räumung des Ghettos. Aber all diese Tatsachen waren mir zuerst nicht bekannt. Schindlers Liste haben Sie gesehen, wie ich ihn wahrscheinlich auch gesehen habe. Ist Ihnen dieser Amon Göth besonders hängen geblieben? Ja, ja. Ich fand es einen sehr emotionalen Film. Er hat mich berührt. Ich lebte in Israel. Ich habe ihn sogar in Israel gesehen. Ich hatte immer eine Verbindung zu dem Land und es hat mich natürlich nicht kalt gelassen. Aber ich habe den Film als einen Film wahrgenommen, also als ein Hollywood-Epos. Und es war mir immer klar, dass es kein Dokumentarfilm ist. Ja. Das schon. Und plötzlich bricht er in ihr Leben, dieser Film. Wir haben ja eben von einem Zeitzeugen gehört,
wie Amon Göth von seinem Balkon aus wahllos Menschen erschossen hat. Steven Spielberg hat genau solche Szenen in seinem Film Schindlers Liste aufgenommen. Ja, soweit die Szene aus Schindlers Liste, die Ihnen auch noch sehr in Erinnerung war, als Sie dann erfahren haben, dass das tatsächlich Ihr Großvater war. Unsere Autorin Martina Schuch hat für diese Sendung nach Originalfotos von Amon Göth gesucht, viel Aufwand betrieben und sie hat tatsächlich auch welche gefunden in Israel. Die Gedenkstätte Yad Vashem hat uns Bilder zur Verfügung gestellt, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Frau Thege, wir zeigen mal eins. Ja, wir sehen schon eins, wie er auf dem Balkon steht. Das ist genau so eine ähnliche Szene, wie wir sie im Film gesehen haben. Wie sehen Sie dieses Bild an? Wie ist das für Sie? Ich sehe es heute mit anderen Augen als gleich nach der Entdeckung des Buches über meine Mutter. Heute habe ich mehr Abstand. Jetzt sehe ich ihn als einen, ja, es ist eine größere Distanz. Jetzt sehe ich ihn mit anderen Augen. Es ist immer noch ein Bild, was erschreckend ist, weil ich weiß, wofür es steht. Aber es ist nicht mehr das Gefühl, dass es so viel mit mir zu tun hatte. Gleich nach der Entdeckung, da war das anders, da konnte ich mich weniger davon distanzieren. Und es ging so weit, dass ich mich bei mir zu Hause im Badezimmer vor den Spiegel sogar stellte und das Bild von ihm oder sein Gesicht mit dem meinigen verglichen habe, weil ich wissen wollte, sind da Ähnlichkeiten zwischen uns beiden in den Gesichtszügen zu erkennen. Haben Sie was entdeckt? Ja, ich erkannte eine Linie, also eine Falte beim Mund, in der Mundpartie, die ähnlich ist. Aber die Erkenntnis, dass diese äußerlichen Gemeinsamkeiten unwichtig sind, beziehungsweise nicht widerspiegeln, wie man als Mensch ist, also wie das Innere aussieht, diese Erkenntnis, die habe ich erst später gewonnen. Und seitdem erschreckt es mich nicht mehr. Aber im ersten Moment war Entsetzen? Es war Entsetzen. Aber das ist die Verbindung zwischen mir und ihm, also diese Äußerlichkeit. Wenn ich die Bilder sehe, dann sehe ich natürlich auch die Menschen, die mit ihm zu tun hatten. Wir sahen vor den Ausschnitt von dem Häftling. Wenn Menschen, die unter ihm noch litten, das Bild sehen, da kommen wahrscheinlich ganz andere Gefühle hoch als bei mir. Ja. Weil da ist diese Fremdheit nicht, diese Mauer, sondern sie wissen tatsächlich, wie er war. Ja. Was er ihnen angetan hatte. Sie kannten ihn ja nicht. Ich kannte ihn nicht. Sie wissen jetzt einfach nur über ihn und er ist ihnen eben genetisch nah sozusagen. Er ist mir genetisch nah, aber ich habe natürlich auch über Kontakte, die ich mit Holocaust-Überlebenden hatte, jetzt ein anderes Bild oder kenne noch weitere Teils aus der Vergangenheit. Ja. Und es ist immer noch nicht leicht, die Bilder zu sehen. Haben Sie sich gefragt, was er zu Ihnen als Enkeltochter sagen würde? Ich glaube, dass mein Großvater mich gar nicht hätte kennenlernen wollen. Anders als meine Großmutter. Ich glaube nicht, dass mein Großvater mit einem dunkelhäutigen Enkelkind zurechtgekommen wäre, weil ich gegen all das, ich bin, wenn man sich die Ideologie der damaligen Zeit anschaut, die Rassenlehre, dann bin ich sicherlich kein Wunschenkelkind. Das können Sie heute so hinnehmen. Ja. Im ersten Moment war das wahrscheinlich auch ein Teil dieses Entsetzens, ne? Meine Hautfarbe? Einfach das wahrzunehmen. Dass ich so anders bin, ich fand es eine Erleichterung. Denn wenn ich ihm ähnlich gewesen wäre oder wenn ich mich noch ähnlicher gefühlt hätte, hätte ich mich vielleicht noch schlechter abgrenzen können. Ah, ja. Insofern war ich immer froh in diesem Moment über meine dunkle Haut. Als Kind nicht ständig, da war es manchmal auch nicht leicht. Aber in diesem Zusammenhang, ja, da war ich von Anfang an froh, dunkelhäutig zu sein. Weil Sie eindeutig anders sind als genau. er. Genau.
Um den Ort zu sehen, an dem Ihr Großvater das Kommando hatte, sind Sie extra nach Polen gereist. Etwa ein Jahr, nachdem Sie das erfahren haben, und haben das Gelände dieses Konzentrationslagers, des ehemaligen Konzentrationslagers Plaszów, besucht. Ein Lager, das bis 1945 in einem Stadtteil von Krakau lag. Das Lager wurde 1942 im Krakauer Stadtteil Plaszów zunächst als Zwangsarbeitslager errichtet. Hier gab es für die Führung nahezu keine Vorschriften. Willkür war an der Tagesordnung. Im Januar 1944 wurde die Anlage in ein Konzentrationslager umgewandelt. Jetzt kamen die Befehle direkt aus Berlin. Tötungen mussten zum Beispiel genehmigt werden. Ein 4 Kilometer langer elektrischer Stacheldrahtzaun umgab das Lager. Bis zu 24.000 Männer, Frauen und Kinder waren in Plaszów gleichzeitig inhaftiert. Das Gelände erstreckte sich über eine Fläche von 800.000 Quadratmetern, so groß wie rund 80 Fußballfelder. Auf dem Appellplatz mussten die Häftlinge mehrmals täglich antreten. Stundenlang mussten sie dort bisweilen ausharren. Das Lager war in verschiedene Bereiche unterteilt. Im Norden standen die Baracken, in denen die Häftlinge untergebracht waren. Im Süden gab es die Industriesektion. Hier schufteten die Insassen zum Beispiel in der Schlosserei, Metallverarbeitung oder in einem der Steinbrüche. Nur wenige Meter hiervon entfernt lag die Villa des Kommandanten Amon Göth. Hier führte er ein herrschaftliches Leben. Zur Zahl der Todesopfer von Plaszów gibt es unterschiedliche Angaben. Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem spricht von 8.000 Ermordeten. Den Plan, den wir gerade im Film gesehen haben, das war tatsächlich der Originalbauplan dieses ehemaligen Konzentrationslagers, der nach Kriegsende von einem Häftling gerettet, gesichert werden konnte. Und den konnten wir zugrunde legen für diesen Film. Sie haben dieses Gelände besucht, Sie haben die Villa gesehen, in der Ihr Großvater Amon Göth gelebt hat. Sie waren sogar drinnen in dem Haus. Wie war das? Ich bin dorthin gefahren, weil ich nicht das Gelände oder das Haus besichtigen wollte, so wie man das vielleicht vermuten könnte, wie ein Tourist, sondern ich wollte eher den Ort erfühlen. Und als ich dort war, kam eine ganze Menge an Dingen hoch, denn es war ein Haus, das mir architektonisch sehr gut gefallen hat. Und das hat mich erst mal überrascht. Ich hatte nicht erwartet, dass ich auch ein positives Gefühl haben kann zu dem Haus. Und es war ein schönes Haus. Das war irritierend. Auf der anderen Seite stand im starken Kontrast, ich hatte ein Interview gesehen von dem Dienstmädchen, dem ehemaligen Dienstmädchen von Amon Göth, von Helen Rosenzweig. Und sie beschreibt, wie sie in diesem Haus gelitten hat. Sie lebt im Keller, sie hat ein kleines Zimmer dort, was sie sich teilen musste. Und in diesem Haus zu stehen und auf der einen Seite die Architektur, also das Neue oder das, was auch etwas mit mir als Privatperson zu tun hat, zu bewundern und dann rückblickend wieder in die Vergangenheit zu treten und sich vorzustellen, wie man dort tagtäglich Angst hatte, und zwar Todesangst. Das war sehr irritierend. Und haben Sie wirklich gespürt da drin? Ich konnte es nachvollziehen. Was ich auch sehr interessant fand, es ist ein relativ kleines Haus. Und ich hatte immer die Vorstellung, dass es viel größer ist. Ja, vielleicht hätte deshalb, ich auch gedacht. Ja, weil man ja aus der Balkon ja auch so groß aussah. Genau, ne? der Balkon ist groß und auch weil ich Berichte gelesen hatte, dass abends dann Veranstaltungen stattgefunden hatte und es wurde Musik gespielt Villa und Leute waren ja eingeladen. Groß, Und dafür war es verhältnismäßig bescheiden. Das fand ich auch irritierend. Man denkt, dass das Grauen sich manchmal auch manifestiert in einer äußerlichen Größe, die man wahrnehmen kann. Aber das hat nichts. Das eine muss nicht unbedingt etwas mit dem anderen zu tun haben. Was hat Ihnen die Reise gebracht im Nachhinein? Es war eine Art von innerer Katharsis. Ich bin dorthin gefahren, ohne wirklich zu wissen, was passieren würde. Und auch ohne Erwartungen. Aber als ich zurückgekommen bin aus Krakau, da ist viel Ballast von mir abgefallen. Ich hatte mich so intensiv mit der Vergangenheit beschäftigt und so
Die Vergangenheit ist so nah an mich herangerückt, dass ich fast das Gefühl hatte, dass die Vergangenheit die Gegenwart ist. Und als ich zurückgekommen bin aus Krakau, da habe ich verstanden, dass die Vergangenheit zwar wichtig ist, aber dass dort auch nur Steine liegen. Mhm. Also dass zum Beispiel das Gelände von Plaschow ein Gelände ist, das heute gar nicht mehr existiert. Ja. Ich hatte vor meinen Augen die Baracken. Ja. Ich hatte das Gefühl, das ist wie die Kulisse, die man aus Schindlers Liste kennt. Mhm. Aber die ist nicht mehr da, die Erinnerung ist da. Mhm. Und diese Erkenntnis, die war für mich wichtig, um dann zu verstehen, dass es auch ein Weiterleben gibt oder auch geben kann, auch für mich. Ja, ja. Amon Göth wurde im September 1944 von den eigenen Leuten wegen Korruption und Amtsanmaßung verhaftet. Wegen des Kriegsendes kam es aber nicht zum Prozess. Göth wurde dann im Mai 1945 von den Amerikanern verhaftet. Die wiederum lieferten ihn an Polen aus. Sein Todesurteil wurde am 13. September 1946 vollstreckt. Amon Leopold Göth stirbt durch Erhängen. Sie haben sich sehr intensiv mit Ihrem Großvater beschäftigt. Ich glaube, es gibt kein Foto, das existiert, das Sie nicht kennen. Sie haben gelesen, Sie haben Bildmaterial gesichtet. Wie sehen Sie ihn heute? Ja gut, ich habe mich mit meinem Großvater beschäftigt, aber ich habe mich auch mit der Zeit allgemein beschäftigt. Mhm. Ich habe Geschichte studiert, also es war schon immer für mich nichts, was ganz abstrakt war. Also diese Zusammenhänge interessieren mich und mein Großvater ist ein Teil dessen. Mhm. Also ich habe mich mit ihm beschäftigt und auch mit dem Nationalsozialismus. Heute sehe ich ihn als einen Täter, der durch den Film, der ein Millionenpublikum hat, natürlich eine besondere Aufmerksamkeit genießt. Aber er ist ein Täter unter vielen. Mhm. Was ihn von anderen abhebt, ist die besondere Grausamkeit, mit der er agiert hatte. Und das ist etwas, was mir, ja, oder was mich zum Nachdenken gebracht hat, in Bezug auf die menschliche Natur. Ja, wie kann man so sein? Wie kann man so handeln? Wie kann man anderen Menschen sowas antun? Das sind die Fragen, mit denen ich mich heute beschäftige. Also das ist das, was von meinem Großvater übrig geblieben ist. Ja. Also Sie können ihn heute differenziert sehen. Ja. Wir werden nachher auch noch erfahren, wie der Weg dahin war, wie Sie daran gearbeitet haben. Das war ja sicherlich ein Prozess. Ja, ein langer. Ich freue mich, dass Sie uns darüber erzählen, weil es ist wirklich eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Amon Göth war, Sie haben es auch gerade schon gesagt, ein extrem brutaler und sadistischer Vertreter der nationalsozialistischen Ideologie. Auf unserer Internetseite planet-wissen.de können Sie auch noch mal genau nachlesen, welch zynisches Bild hinter dieser Rassenlehre stand. Da sind zum Beispiel Bilder aus einem sogenannten Rasseatlas. Aus dem Gesicht spricht die Seele. Der Rasse steht unter diesen Bildern, hier sehen Sie sie. Schon im Schulunterricht haben die Nazis das heroische Bild des Arias propagiert und im Gegenzug das Feindbild des Juden. Den Juden wurde unterstellt, dass sie faul und hinterlistig seien und am Ende stand der organisierte Massenmord. Mehr Informationen dazu, viele haben wir für Sie zusammengestellt, finden Sie unter planet-wissen.de. Warum Jennifer Thege, unser heutiger Studiogast, erst im Alter von 38 Jahren erfuhr, wer ihr Großvater ist, haben wir am Anfang der Sendung bereits kurz angesprochen. Sie ist nicht bei ihrer leiblichen Familie aufgewachsen. Die ersten 3 Jahre ihres Lebens verbringt Jennifer in einem katholischen Kinderheim in der Nähe von München. Ihre Mutter hatte sie mit 4 Wochen hierher gebracht. Nonnen kümmern sich von nun an um sie. 1971 wird sie getauft. Ihre Mutter ist nicht dabei. Mit 3 Jahren wird Jennifer von ihrer Pflegefamilie aufgenommen, die sie mit 7 Jahren adoptiert. Nach der Adoption bricht der persönliche Kontakt zur leiblichen Familie ab. Aber ihre Adoptivfamilie kümmert sich mit viel Liebe um Jennifer. Und doch, obwohl sie auf fast allen ihren Kindheitsfotos lacht, sagt Jennifer Thege, dass ihr von Anfang an klar gewesen sei, dass sie anders ist. Ihre Adoptivbrüder und sie seien schnell eine Einheit gewesen, erinnert sich Jennifer Thege. Ihre leibliche Familie entwickelte sich jedoch bei allen zum Tabuthema. Mit 7 Jahren wurden sie adoptiert von der Familie und ab da durfte nicht mehr über ihre leibliche Mutter gesprochen werden? Durfte schon. Ich habe es nur nicht getan. Es war nie wirklich ein Tabu, aber es war so, dass ich aus einer Art von
vorauseilendem Gehorsam. Loyalität. Ja, das Thema nicht angeschnitten habe. Und meine Adoptiveltern haben auch nicht darüber gesprochen, aus einer anderen Motivation heraus. Und zwar wollten sie mir nicht das Gefühl geben, dass ich nicht wirklich zur Familie gehöre. Mhm. Und sie dachten auch, es wäre besser, nicht darüber zu sprechen, weil ich vielleicht die Vergangenheit vergesse und dann nicht das Gefühl habe, zwischen zwei Welten zu pendeln. Sie haben es gut gemeint, Sie wollten sie schützen. Ja. Wissen Sie denn, warum Ihre leibliche Mutter Sie zur Adoption freigegeben hat? 4 Wochen waren Sie alt. Ja, da hat sie mich ins Kinderheim gebracht. Mhm. Adoptiert wurde ich erst später mit 7 Jahren. Auch da sind die Gründe mannigfaltig. Es waren Gründe, die mit der damaligen Zeit zu tun hatten. Es waren die 70er Jahre. Heute ist es ganz selbstverständlich, dass man für alleinerziehende Mütter ein Modell hat, dass sie Kinder großziehen können. Das war damals nicht gegeben. Deshalb hat sie mich zuerst in ein Kinderheim gebracht, was aber eine temporäre Lösung, als temporäre Lösung angedacht war. Und dann kam ich in die Pflegefamilie. Und als sie sah, dass ich mich dort so wohlfühle, hat sie sich entschieden, dann der Adoption zuzustimmen. Ja, weil sie vielleicht dachte, dort haben sie ein besseres Leben, als sie es ihnen hätte bieten können. Sie hatten immer wieder sporadischen Kontakt zu ihrer Mutter, auch ihren Vater haben sie kennengelernt, aber auch sporadisch. Ihre Großmutter hat eine Rolle gespielt. Das war ein liebesvolles Verhältnis. Ja. Und als sie erfahren haben, dass das die Frau an der Seite von Amon Göth war, wie war das für Sie? Da muss ich etwas zurückgehen. Also meinen Vater habe ich erst später kennengelernt, mit Mitte 20. Das heißt, ich hatte in meiner frühesten Kindheit nur 2 Bezugspersonen, also außerhalb vom Heim. Ja. Meine Mutter und meine Großmutter. Mhm. Und obwohl es kein Kontakt war, der wöchentlich oder zweiwöchentlich war, so wie heute ganz regelmäßig, sondern sporadisch, bestand eine Beziehung. Und vielleicht deshalb, weil es kein geregelter Kontakt war, war die Sehnsucht besonders groß. Mhm. Und so war auch die Bindung besonders stark für mich als Kind. Und plötzlich waren sie aus meinem Leben verschwunden, ohne dass darüber gesprochen wurde. Ja. Und meine Großmutter lernte ich als Kind, als eine Frau kennen, die mir sehr zugewandt war. Also es war eine Frau, die nett zu mir war. Sie war nicht die typische Großmutter, die jetzt Kuchen backte. Sie war eine sehr distanzierte Frau, immer sehr ordentlich gekleidet. Also niemand, mit dem man jetzt im Sandkasten hätte spielen können. Aber sie war nett und sie war sehr liebevoll zu mir. Und das Verhältnis zu meiner Mutter war schwierig und meine Mutter war in einer Ehe gebunden mit einem gewalttätigen Mann. Insofern stellte meine Großmutter für mich auch einen sicheren Hafen dar. Mhm. Das muss man auch berücksichtigen. Mhm. Und als ich dann erfuhr, dass sie auch eine andere Seite hat, eine andere Seite, die mir so fremd war und so viele Dinge, die ich abgelehnt habe, da war das ganz schwer für mich anfangs, das auszuhalten und auch damit umzugehen, zu lernen. Das hat lange gedauert. Da werden wir nachher noch mehr darüber erfahren, wie Sie das bearbeitet haben, diese 2 Seiten Ihrer Großmutter. Sie haben ja auch dann das Land verlassen als junge Erwachsene, sind nach Israel gegangen zum Studieren. Warum Israel? Warum war Ihnen das wichtig? Zufall? Zufall oder Schicksal? Das ist die Frage. Heute würde ich sagen, rückblickend betrachtet, es war kein Zufall, sondern es war im großen Entwurf des Lebens, war es auch ein Baustein, der dazugehört hatte. Damals war es nicht vorhersehbar. Die Entscheidung hatte nichts damit zu tun, dass ich mich besonders für das Land interessiert hätte oder dass ich wie Vertreter der zweiten Generation, ich wusste ja nichts, irgendetwas wieder gut machen wollte. Nein, ich bin dorthin gefahren, weil ich zuvor in Paris lebte und ein Mädchen kennengelernt hatte, Noah, die mich einlud, sie zu besuchen. Und so kam ich in das Land, ich stieg aus dem Flugzeug aus, das Wetter war schön, der Strand war da, die Sonne schien. So kam ich in das Land und ich blieb, um zu studieren. Ich habe dann einen Mann kennengelernt, in den ich mich verliebt habe, Hals über Kopf. Und ich lernte Hebräisch und irgendwann waren 5 Jahre um. 5 Jahre waren Sie dort, Ihre Noah, die Sie gerade angesprochen haben. Die werden wir natürlich, nicht natürlich, sondern die werden wir nachher noch kennenlernen. Wir werden nach Tel Aviv schalten und diesen interessanten Aspekt, den es heute natürlich hat. Ach, Israel, Sie waren in Israel. Heute steht das ja ganz anders da als damals mit 20, als Sie vielleicht zufällig dahin gegangen sind, noch mal beleuchten. Sie leben inzwischen in Hamburg, arbeiten in einer Werbeagentur, haben Familie, haben 2 Söhne. Wie oft denken Sie an Ihre Großmutter? Spielt sie heute noch in Ihrem Leben eine Rolle? Ja, sie spielt eine Rolle, weil sie so eine wichtige Bezugsperson für mich war und auch, weil sie für sehr viel mehr steht als nur meine Großmutter. Die Beschäftigung mit meiner Großmutter ist
zugleich auch eine Beschäftigung mit dem großen Thema der Mittäterschaft. Also die Fragestellung, wie hätte ich mich in der damaligen Zeit verhalten? Und bei meinem Großvater, wir sprachen vorher über ihn, der so grausam war, so sadistisch, so anders als ich, da war diese Abgrenzung möglich nach einer gewissen Zeit. Aber die Auseinandersetzung mit meiner Großmutter war um ein Vielfaches schwieriger, weil ich ihr so ähnlich bin. Weil wir uns so nahe waren oder sie mir so nahe ist. Ja. Haben Sie ein großes Wort ausgesprochen, diese Mittäterschaft oder die Frage nach der Mittäterschaft, die Frage, die wir alle uns wahrscheinlich schon mal gestellt haben in Deutschland, wie hätten wir uns damals verhalten, wenn wir in dieser Zeit gelebt hätten? Ruth Irene Goeth war Jennifer Teges Großmutter. Sie war auch die Frau an Amon Goeths Seite. Bis zu ihrem Selbstmord 1983 hatte sie über ihrem Bett ein Bild von ihm hängen. Es muss also ihre große Liebe gewesen sein. Bei unserer Recherche sind wir in London auf ganz besonderes Material gestoßen. Ein Interview, das Ruth Irene Goeth einem Londoner Filmemacher gegeben hatte. Und sie erzählt darin über ihren Amon Goeth. He wasn't a brutal killer. No. Er war kein brutaler Killer. Nicht mehr als andere Leute, als andere SS-Leute es waren. Er hat es nicht einfach so zum Spaß gemacht. He killed some Jews too, natürlich. Er hat ein paar Juden getötet, natürlich. So ein Lager ist kein Vergnügen. Das ist kein Vergnügen, wirklich nicht. Ich stand oft mit meinen Dienstmädchen in der Küche und sagte zu ihnen, wenn ich etwas tun könnte, würde ich es tun. Ich würde zu euch allen sagen, geht nach Hause, aber ich kann nichts machen. Also diese Bilder, die haben mich wirklich sehr berührt, als ich die das erste Mal gesehen habe. Ihre Großmutter, einen Tag nach diesem Interview hat sie sich das Leben genommen. Sie war schwer krank. Wir haben auch von der Gedenkstätte Yad Vashem Bilder von ihrer Großmutter zur Verfügung gestellt bekommen. Hier sehen wir sie zum Beispiel als junge Frau. Wie sehen Sie sie? Heute? Wenn ich die Bilder sehe, gerade den Ausschnitt, den wir alle gesehen haben, dann fällt es mir ganz schwer, eine Verbindung. Wie sie im Bett war, wie er auf den Balkon geschossen hat. Und sie lag im Bett und wartete auf ihn. Ich meinte das Interview jetzt gerade. Ach so, das Interview, das aktuelle Interview, das Interview kurz bevor sich das Leben genommen hat. Ja. Das, was sie sagt, ist für mich ganz schwer zu ertragen, weil es so widersprüchlich oder so konträr ist zu dem, wie ich denke, wie ich Dinge formulieren würde. Niemals. Und es ist, es zeigt, dass sie bis zum Schluss nicht verstanden hat, worum es wirklich geht. Sie hat kein Mitgefühl für die Opfer. Sie ist, sie hat sich nicht einmal entschuldigt bis zu ihrem Lebensende. Und das finde ich ganz schwer auszuhalten. Auf der anderen Seite ist das Material, das ganz kurz vor ihrem Tod entstanden ist. Ja. Und zwar Stunden vor ihrem Tod. Wo es ihr vielleicht sehr schlecht ging. Es ging ihr sehr schlecht. Mhm. Sie hatte eine Lungenkrankheit und war todkrank. Mhm. Für mich sind es zwei Ebenen. Wenn ich die Seite sehe, Großmutter, meine Großmutter, dann sehe ich das Leiden, dann sehe ich die Atemnot. Wenn ich sie sehe als die Frau an der Seite von Amon Goeth, die nicht über die Opfer spricht, dann ist eine große Wut in mir. Das sind ganz viele unterschiedliche Gefühle, die da zusammenkommen. Gucken wir uns die anderen Fotos noch an, die wir haben. Da sehen wir sie auf dem Gelände in Plaschow, schick gekleidet. Sie hatte dort, glaube ich, ein ganz schönes Leben. Ja, sie hatte dort ein luxuriöses Leben. Und auch noch ein Foto mit den Hunden haben wir. Das war, glaube ich, der gefürchtete Hund. Ja, das Foto zeigt einen der Hunde. Sie ist ein Rolf und Ralf. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Hund es von den beiden ist. Und den kleinen Schoßhund von meiner Großmutter, den sie sehr liebte. Es ist ein bizarres Bild. So, dass sie den großen Hund streicheln kann, das ist mir unerklärlich. Der darauf abgerichtet war, Menschen zu zerfleischen. Ja. Und trotzdem können Sie auch diese geliebte Großmutter sehen. Ich kann nicht nur, ich glaube,
es ist wichtig, dass ich das tue. Mhm. Denn wenn ich nur die andere Seite sehe, dann stelle ich mich über sie. Mhm. Und was ich vorher schon angesprochen habe, diese Mittäterschaft, die Frage, wer ist man selbst, wie hätte man sich selbst verhalten, kann ich garantieren, dass ich in der Zeit des Nationalsozialismus kein Mitläufer gewesen wäre. Ja. Meine Großmutter als Mitläuferin zu reduzieren, ist vielleicht etwas wenig. Sie war eine Mittäterin. Mhm. Aber ich glaube, dass auch ich vielleicht in manchen Situationen manchmal bis heute die Augen verschließe. Insofern möchte ich mich nicht über sie stellen, mhm. sondern vielmehr möchte ich versuchen, Menschen zu verstehen. Und auch das versuche ich bei meiner Großmutter. Und das alte Gefühl, was ich als Kind empfand für sie, diese Liebe, das, was sie für mich getan hat, das Gute, das ist ja nicht weg. Ja. Und finde es ganz wichtig, auch das zuzulassen und das zu akzeptieren. Ich glaube, Frau Tegge, da sprechen Sie vielen Menschen aus dem Herzen, die vielleicht eine ähnliche Familiengeschichte haben. Das betrifft ja viele, viele, viele Familien in Deutschland. Ich danke Ihnen für den Moment. Und wir schalten jetzt nach Berlin und sprechen mit einer Frau, die sich intensiv mit der Aufarbeitung von Familiengeschichten beschäftigt und zum Beispiel den Nachkommen der Täter des Nationalsozialismus bei der Suche ihrer ganz persönlichen Geschichte hilft. Aus Berlin ist uns jetzt die Historikerin Tanja Hetzer zugeschaltet. Guten Tag, Frau Hetzer. Guten Tag, Frau Griesmann. Guten Tag, Frau Tegel. Ich grüße Sie. Frau Tegel gehört zur Enkelgeneration der NS-Täter. Darüber haben wir gerade gesprochen, vor allem über Ihre Großmutter. Wie wichtig ist es für diese Enkelgeneration, die eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten? Das hat zugenommen. Ich glaube, es ist gerade die Enkelgeneration, die auch eine andere Distanz zur Familiengeschichte hat und zu diesem enorm schweren Loyalitätskonflikt, von dem auch Frau Tegge eben schon gesprochen hat. Und die Enkel haben vielleicht auch nicht mehr die Möglichkeiten, die gleichen Verdrängungsstrategien anzuwenden wie die zweite Generation. Sie haben von einem Loyalitätskonflikt gesprochen. Welche Gefühle spielen dabei eine Rolle bei dieser Aufarbeitung? Sie erleben ja die Menschen in Ihren Seminaren, die mit diesen Nöten zu Ihnen kommen. In meine Seminare, also ich arbeite ja historisch und auch mit einem therapeutischen Hintergrund, kommen Menschen, die genau diese zwei Gefühlsbereiche spüren, von der vorhin Frau Tegel gesprochen hat. Einmal eine empfundene Liebe oder eine Frage, wie sie sich auf ihre eigenen Eltern oder die Großeltern beziehen können. Und aber auch ein Erkennen, ein langsames Erkennen, schrittchenweise, dass da vielleicht in der Familie auch ein Täter ist mit mehr oder weniger großen Verstrickungen in den Massenmord des Nationalsozialismus. Also auf der einen Seite eine Liebe und auf der anderen Seite eine Wut oder ein Entsetzen. Muss die erste Generation, also die Söhne und die Töchter dieser Täter, noch mehr aufarbeiten, weil die näher dran sind? Trifft es die noch härter oder was ist da anders? Wenn Sie von der ersten Generation sprechen, dann geht es ja um die Tätergeneration. Ach so, nein, Entschuldigung, und dann meine ich die zweite. Gut, also der Täter ist die erste Generation in Ihrer Definition, alles klar. Stimmt. Und die Söhne und Töchter wären dann die zweite und Frau Tegel, die Enkel, wären die dritte. Dann meine ich jetzt die zweite, die Söhne, Töchter, die direkten Nachkommen. Wie müssen die daran gehen? Na, für die ist die Nähe zum eigenen Vater oder Mutter, vielleicht ist es ja auch eine Tante oder ein Onkel, der ihnen eine sehr große Schuld auf sich genommen hat und Verantwortung trägt und in Mordtaten verstrickt war. Für die ist es viel schwieriger, weil sie diese persönliche Bindung stärker erlebt haben und auch das Kindliche und natürlich als Psychologin würde ich da sagen, es ist ein natürliches Bedürfnis, sich irgendwie zur eigenen Existenz zu bekennen, die auch wertzuschätzen. Und wenn das gekoppelt ist, wenn der Vater oder die Mutter so schwere Schuld auf sich genommen hat, geladen hat durch die Taten, ist das enorm schwierig auszuhalten. Einerseits zu wissen, ich verdanke meine Existenz durch die Geburt, durch die Eltern, und andererseits sehe ich da einen Menschen, der Taten vollbracht hat, die ich moralisch verurteile, die ein Massenverbrechen sind. Und diese beiden
Dinge nebeneinander zu halten. Das ist ein ganz, ganz schwieriger und langwieriger Prozess und für manche Menschen einfach eine Lebensaufgabe. Herzlichen Dank, Frau Hetzer, für diese Einordnung nach Berlin. Ganz herzlichen Dank. Dass die erste Generation, haben wir gehört, ist sehr viel näher dran als die Enkelgeneration. Was heißt das dann also für die Mutter von unserem heutigen Studiogast Jennifer Thege? Wie hat ihre leibliche Mutter Monika die Erfahrung verwunden, dass ihr Vater der sadistische KZ-Kommandant Amon Göth ist? Wir haben hier einen Ausschnitt aus einem Interview, in dem sie über ihren Vater Amon Göth spricht. Monika Göth lebte mit ihrer Mutter und Großmutter in Bad Tölz. Die Mutter Ruth Irene Kalder hat 2 Jahre nach der Hinrichtung Göths seinen Namen angenommen. Der Amon Göth und sie, die haben in einer Symbiose irgendwie gelebt, zu der ich keinen Zugang hatte. Und ich glaube auch, der einzige Mensch, um den sie wirklich getrauert hat, das war der Amon Göth. Die Mutter arbeitete bei den Amerikanern als Übersetzerin und amüsierte sich. Monika wuchs bei der Oma auf. Als sie mit 12 zum ersten Mal von der Oma ein wenig über den wahren Amon Göth erfuhr, konfrontierte sie damit ihre Mutter. Dann habe ich sie irgendwann mal angeschrien, dass sie halt zugeschaut hat, wie er die Juden in Polen umgebracht hat. Und daraufhin war halt dann Funkstille. Daraufhin sprach niemand mehr mit mir. Die bohrenden Fragen blieben. Wer ist mein Vater? Was hat er wirklich getan? War er eine Bestie? Niemand wollte ihr darauf antworten. Weder die ehrbaren Bürger aus dem Schlesierchor noch der Pfarrer. Auch ehemalige Gefangene, die beim Namen Göth erstarrt schwiegen, strichen ihr über den Kopf. Mädchen, das ist nichts für dich. Sie lernte zu verdrängen. Wenn ich gemerkt habe, dass ich das emotional nicht mehr packe, dann habe ich gesagt, gut, jetzt ist Schluss damit. Denk morgen wieder drüber weiter, weil wenn ich mich jetzt da weiter reinsteigere, dann werde ich ganz verrückt. Und irgendwo musste ich auch noch arbeiten. Nach dem Tod ihrer Mutter fand sie zu sich selbst. Sie trennte sich von ihrem ersten Mann, heiratete wieder, machte ihr Abitur und begann Geschichte und Althebräisch zu studieren. Und sie las jedes Buch, das sie finden konnte, über das Schicksal der Juden. Bei mir ist es, glaube ich, keine Schuld. Bei mir ist es mehr Trauer. Also ich kann um diese Menschen, die dort gestorben sind, unheimlich trauern. Sie haben Ihre leibliche Mutter nie wirklich kennengelernt. Sie haben sie mit 7, glaube ich, mal gesehen, ich glaube mit Anfang 20 noch mal, weil Sie ja in einer Adoptivfamilie aufgewachsen sind. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Nachdem Sie von Ihrer Familiengeschichte aber erfahren haben, haben Sie Ihren Brief geschrieben. Ja. Was wollten Sie? Na gut, Sie? Also ich habe meine Mutter natürlich schon kennengelernt. Ja, also ne? Als kleines Kind. Es war eine große Unterbrechung. Ich sah meine Mutter dann noch einmal mit Anfang 20 und dann gab es diese große Pause. Da war ich dann fast 40, als wir uns wieder trafen. Es war ein Treffen, was mir sehr wichtig war, weil viele Fragen im Raum standen. Fragen ganz allgemeiner Art, aber auch Fragen zur Vergangenheit, zu unserem Verhältnis. Es konnten einige Fragen geklärt werden, andere sind noch offen. Im Moment haben wir keinen Kontakt, was ich sehr schade finde, aber das ist die Entscheidung meiner Mutter und vielleicht ändert sich das noch. Haben Sie sie auf Amon Göth angesprochen? Ja, wir haben sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Meine Mutter ist ja eine Vertreterin der zweiten Generation, also sehr verhaftet in diesem Thema immer noch. Ja. Ich versuche mich zu lösen, beziehungsweise versuche ich die Vergangenheit nicht hinter mir zu lassen, sondern in mein Leben zu integrieren. Mhm. Und meine Mutter, sie hat selbst mal gesagt, sie lebt immer noch mit den Toten. Und so war auch in unserer Kommunikation das Thema Amon Göth, das Thema Krieg, das Thema, was ist damals gewesen, ein zentrales Thema. Ja. Ja. Und konnte sie Ihnen da helfen bei Ihrer Aufarbeitung? Nein, wir haben, glaube ich, 2 unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Ich versuche für mich selbst oder auch jetzt, was ich gemacht habe, damit mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, eine Transparenz zu schaffen und versuche, nach vorne zu blicken. Ich versuche, das Thema neu aufzubereiten. Wir sprachen vorher über die zweite, über die dritte Generation. Ich habe die 4. Generation im Blick. So, wie geht es weiter? Ja, 2 Söhne. Ja, was für eine Rolle spielt der Holocaust noch? Ja. Das ist etwas, wo ich glaube, etwas beitragen zu können. Meine Mutter versucht das auch, aber wir machen das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Mhm.
Inwieweit versuchen Sie diesen, Sie haben gesagt, im Moment haben Sie keinen Kontakt, aber Sie hoffen darauf, dass er wieder entsteht. Melden Sie sich dann, ich meine, das ist jetzt sehr persönliche Frage, melden Sie sich dann in bestimmten Abständen oder wie versuchen Sie das? Die Frage ist sehr persönlich, ich werde sie Ihnen trotzdem beantworten. Nein, das tue ich nicht. Ich glaube, manchmal braucht man Zeit und Dinge entwickeln sich. Mhm. Etwas, was ich gelernt habe, auch durch die Ereignisse der letzten Jahre, ist, dass man Geduld haben muss und dass es Dinge gibt, die ergeben sich, wenn es denn so sein soll. Dass man nicht immer an etwas ziehen muss, um etwas zu bewegen. Genau. Dass vielleicht auch die Gegenseite sich dann bewegt. Mhm. Sie haben gerade auch schon Ihre Kinder angesprochen. Das ist ja dann wieder die nächste Generation, die wieder ein ganzes Stück weiter weg ist von diesem Entsetzen, das Ihre Mutter sehr gepackt hat. Mein Vater war ein Mörder. Bei Ihnen der Großvater schon einen Schritt weiter zurück. Und dann Ihre Söhne, dann, als Sie das erfahren haben, war ja nicht nur die Frage, wie gehe ich selber damit um, sondern wie sage ich es meinen Kindern, wie sage ich es meinen Geschäftspartnern, wie gehe ich überhaupt damit um oder muss das überhaupt irgendjemand? Geschäftspartner vielleicht eher nicht, aber in der näheren Umgebung, die Familie zuerst einmal, die Kontaktaufnahme mit meiner Mutter, meine Adoptiveltern einweihen, mit den Kindern das zu besprechen, das waren Dinge, die anstanden und die ich irgendwie absolvieren musste, ohne ein Patentrezept zu haben. Denn so etwas ist etwas, was man nicht vor einmal üben kann oder Probedurchläufe machen kann. Auch wie sage ich es meinen israelischen Freunden? Ja. Also das waren Dinge, die haben sich entwickelt. Ich habe versucht, nachdem es mir möglich war, offen zu kommunizieren. Denn ich glaube, Transparenz hilft in fast allen Lebenslagen weiter. Das Familiengeheimnis, mit dem ich aufgewachsen bin, war auch nicht zuletzt deshalb so schlimm, weil es etwas war, was im Verborgenen. Was geheim war. Und dann kann man nicht wurde. Damit umgehen. Genau. Ja. Und bei meinen Kindern spreche ich über die Sachverhalte. Mhm. Sie sind natürlich auch noch mal weiter weg. Es ist nicht der Großvater, es ist der Urgroßvater. Es gibt nicht die Verbindung über die Großmutter, so wie ich sie hatte. Ja. Ich glaube, wenn sie damit aufwachsen und verstehen oder die Zusammenhänge mit in ihr Leben integrieren können, also die Geschichte, dann werden sie gut damit zurechtkommen. Das ist meine Hoffnung. Das klingt sehr gut. Das klingt nachvollziehbar. Es wird bestimmt klappen. Sie haben gerade Ihre israelischen Freunde angesprochen. Das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Thema in diesem Zusammenhang. Und Sie haben vorher auch schon Ihre Freundin Noah erwähnt, Noah Beermann-Herzberg. Hier sehen wir auch ein Foto von Ihnen beiden. Sie haben ja da 5 Jahre gelebt und das ist eine Ihrer besten Freundinnen, die auch während des Holocausts Verwandte verloren hat. Und wir schalten jetzt mal nach Tel Aviv in unser ARD-Studio und versuchen mit Noah Beermann-Herzberg zu sprechen. Bei der Übersetzung hilft uns die Dolmetscherin Antje Eiger. Frau Eiger, guten Tag. Danke Ihnen ganz herzlich für die Übersetzung. Und jetzt sehe ich, glaube ich, auch schon Frau Beermann-Herzberg. Mein Janine. Ja, wie lange haben Sie sich nicht gesehen? Wir haben am Telefon gesprochen, vor nicht allzu langer Zeit, aber es ist schon einige Zeit her, dass wir uns persönlich getroffen haben. Ja. Frau Beermann-Herzberg, wie war es, als Sie erfahren haben, dass der Großvater Ihrer, ich sage jetzt einfach mal geliebten Freundin Jennifer Tege, der KZ-Kommandant Amon Göth war? Well, of course, it's a shock. Das war natürlich ein Schock. Ich bin seit 22 Jahren oder über 20 Jahren mit Jenny befreundet, sehr lange. Ich wusste, dass sie adoptiert ist und ich wusste etwas von ihrem Hintergrund, aber nichts hat uns darauf vorbereitet für diese schockierenden Nachrichten. Es war zu groß, als dass man es greifen könnte. Es war so unglaublich. Wir haben uns dann in Berlin getroffen. Ich glaube, es war weniger als ein Monat, nachdem sie mir davon erzählte. Wir saßen zusammen und Jenny hat mir die gesamte Geschichte mitgeteilt. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt und wir sind auch immer dabei, uns damit auseinanderzusetzen. Hat es Ihre Freundschaft verändert oder vielleicht sogar auf die Probe gestellt?
Ich glaube, Jenny hat sich verändert nach dieser Entdeckung. Es war etwas, eine Entdeckung, die ihr Leben von Grund auf verändert hat. Und unsere Unterhaltung hat sich darum gedreht, darauf konzentriert. Und ich glaube, und es ist schon einige Zeit verstrichen, aber zu Beginn war es wirklich das Hauptthema. Wir haben fast nichts mit Ausnahme dieses Themas diskutiert, aber es sind nunmehr 2 Jahre verstrichen, nachdem wir das erste Mal hörten. Und ich glaube, heute können wir sagen, dass wir es hinter uns haben. Unsere Freundschaft ist reifer geworden, auch wir sind reifer geworden und im Grunde reflektieren wir darüber, wer wir sind. Es hat die Freundschaft durchaus betroffen, aber es hat sie nicht ruiniert oder auch nicht von Grund auf verändert. Wir haben nur eine andere Richtung eingeschlagen. Glauben Sie, Ihre Freundschaft hätte sich genauso entwickelt, wenn Sie das von Anfang an gewusst hätten? Schwere Fragen. Es hätte etwas verändert, sicherlich. Vielleicht erst dann hätten wir von hinten oder von vorne angefangen. Wir sind jetzt 20 Jahre befreundet gewesen und dann hatten wir eine gewisse Veränderung. Wir mussten dann mit diesem Riesenthema uns auseinandersetzen, darüber sprechen. Aber unsere Freundschaft ist so, dass wir das handhaben konnten und das hat keine Auswirkungen auf meine Sichtweise von Jenny. Sie ist keine andere Person, ihre Seele ist keine andere als ich. Wenn wir es von Anfang an gewusst hätten, dann wäre es wahrscheinlich das erste Thema gewesen, das wir besprochen haben, und wir haben die Tendenz, jahrelang über gewisse Themen zu sprechen. Wir hätten wahrscheinlich damit begonnen und dann wären wir Freunde geworden. Es wäre anders verlaufen, andersherum verlaufen. Aber Jenny, obgleich ihr Großvater ein bösartiger Nazi gewesen ist, ist sie auf meiner Seite, auf unserer Seite anzusiedeln. Der Name des Buches heißt, mein Großvater hätte mich getötet oder hätte mich ermordet, wenn er wüsste, wer ich bin. Und im Grunde ist sie nicht mit ihm aufgewachsen, hat nicht auf seinem Schoß gesessen, ist nicht in einem Elternhaus mit Nazi-Gedanken gut aufgewachsen. Das war eine Entdeckung, die schockierend und furchtbar gewesen ist und die viele Fragen aufwirft, aber ihr Inneres ist dadurch nicht verändert und die Tatsache wird auch nicht dadurch verändert. Sagen wir mal, wenn wir in jener Zeit zusammen gewesen wären, dann hätten wir dasselbe Schicksal gehabt. Ganz herzlichen Dank nach Tel Aviv, Frau Beermann-Herzberg, für diese Beantwortung meiner sehr persönlichen Fragen. Das ist ja eine ganz persönliche Geschichte von Ihnen beiden. Auf Wiedersehen. Sie können ja auch noch mal Tschüss sagen. Ja, Noah. Thank you. Auf Wiedersehen nach Tel Aviv. Ganz herzlichen Dank. Frau Thege, Sie haben ganz ernst geguckt, wie Ihre Freundin gesprochen hat und auch sehr berührt. Mhm. Ich habe die Fragen. Sie wussten nicht, was ich Frage. Ja, ich habe extra gesagt, ich möchte sie nicht kennen, weil ich nicht wissen wollte, was Noah antwortet. Auch für mich war es spannend. Wir sind so lange befreundet, seit über 20 Jahren. Und was ich hinzufügen möchte, ist, für mich ist die Freundschaft verändert. Das stimmt. Wir sind beide erwachsen geworden. Mhm. Es ist anders, wenn man sich mit 20 kennenlernt und heute Mitte 40 ist. Wir haben beide Familie, wir haben Kinder. Aber was zählt, ist das Innere. Und ich war berührt und auch gerührt von den Reaktionen meiner israelischen Freunde, denn alle waren sozusagen auf meiner Seite. Also sie haben mit mir geweint, als ich ihnen das erzählt hatte. Und heute spielt es in der Tat nicht mehr die Riesenrolle. Wir sind jetzt wieder darüber hinweg, wir haben wieder ein Verhältnis. Da kann man auch über andere Dinge sprechen, über alltägliche Sachen. Aber es hat eine riesengroße Bedeutung natürlich anfangs gespielt, nicht zuletzt deshalb, weil ich nicht wusste, ob sie so positiv reagieren würden. Hm.
Sie haben vielleicht ja praktisch für Sie auch nicht aushaltbar gewesen. Ja, Sie haben ja praktisch in Ihrer Freundschaft was aufgearbeitet, was ja ein nationales Trauma ist, wo die meisten Deutschen Skrupel hätten, wenn sie das erste Mal nach Israel reisen oder sich fragen, der eine gibt es zu, der andere nicht, wie gehe ich da damit um, wie stehe ich dazu, bin ich mit Schuld oder nicht? Ja. Und das haben Sie ja im Kleinen auf Ihren Schultern gehabt. Genau, wir haben die große Geschichte einmal im Kleinen durchgespielt, mit einem Happy End. Muss ich auch sagen, also ich kenne Ihre Freundin ja nicht, aber sie machte einen sehr, da kam schon viel Herzenswärme für Sie herüber. Freut mich. Und Respekt und Kompliment an Ihre Freundschaftsarbeit. Danke. Sie haben wirklich viel gemacht auf die Entfernung, es ist ja auch nicht so leicht. Sie haben ein paar Mal schon gesagt, für Sie ist wichtig, das heute auch. Ne? Mhm. Also die Vergangenheit ist das eine, man kann sowieso nichts dran ändern. Natürlich muss man sie angucken, um vieles zu verstehen. Aber heute ist wichtig. Sie haben über Ihre Söhne gesprochen, Sie haben ein Buch geschrieben. Ihre Freundin hat es angesprochen. Amon, mein Großvater, hätte mich erschossen, heißt es, glaube ich, im Deutschen. Warum ist das heute, oder sagen wir mal dieses Buch, wie gehen Sie da ran, was wollen Sie, warum gehen Sie damit so raus, was wollen Sie erreichen? Ich habe das Buch nicht geschrieben, um etwas zu erreichen. Ich wollte erstmal die Geschichte aufschreiben, weil ich finde, die Geschichte ist so einzigartig, dass sie teilenswert ist. Ich merke aber, es verbindet sie ja auch mit sehr vielen deutschen Menschen, mit eigentlich allen Deutschen. Es ist ein deutsches Schicksal, ein spezielles Schicksal, aber ein deutsches Schicksal. Ja. Was ich bemerke aus den Reaktionen, die ich bekomme, der Effekt, den mein an die Öffentlichkeit gehen hat, ist, es gibt Zeitzeugen immer noch, aber es werden immer weniger. Und die Relevanz des Themas ist da. Nur man muss sie einer neuen Generation vermitteln. Und für mich ist das einfacher, weil ich habe einen Zugang zu allen Generationen. Mhm. Ich habe immer noch einen Zugang zur ersten, zur zweiten, zur dritten, die bin ich, nicht. Und zur vierten. Haben Sie diesen Zugang, ne? Er ist Ihnen ja... Und was ich versuche, ist, ich versuche auch, wenn ich darüber spreche, immer den Menschen verständlich zu machen, dass so speziell auch das Thema Nationalsozialismus ist, es ist eine Gefahr, also diese kollektive Gewalt, das was passiert ist, dass Menschen, andere Menschen umbringen, mit Füßen treten, das ist etwas, was heute auch an ganz vielen Ecken der Welt immer noch passiert. Und sich damit zu beschäftigen, was dahinter liegt, nämlich wie können Menschen zu Tätern werden, was macht Menschen zu Tätern, das ist etwas, was mich speziell interessiert, weil ich in der Individualpsychologie mich sehr zu Hause fühle und da versuche ich auch aufklärerisch zu wirken, indem ich über das Thema spreche. Ja. Wir haben auch übrigens auf unserer Internetseite viel zusammengetragen zu diesem Thema, auch unter anderem einen Film zum Thema Rassismus heute. Rassismus ist ja das große Thema der Nationalsozialisten gewesen, aber auch heute gibt es ihn nach wie vor. Sieht dann ganz anders aus, kommt ganz anders daher. Gucken Sie mal rein, ist interessant, dass man ihn frühzeitig erkennt, ist wichtig. Wie reagieren die Menschen auf Sie? Sie sind ja wirklich, Sie sind eine außergewöhnliche Erscheinung, Sie haben eine ganz außergewöhnliche Vita und Sie haben eine Geschichte, die wirklich ans Herz geht, wie kommt das an? Ja, es kommt darauf an, die Menschen haben erstmal eine andere Erwartung. Wenn ich irgendwo hinkomme, dann denken sie, da kommt vielleicht jemand, der traurig ist. Ja, oder weil ich auch über Depressionen gesehen habe, vorher in der Maske kam, sie strahlend rein. Der auch Depressionen hatte, der darüber spricht. Zum Glück liegen die Depressionen heute hinter mir. Ich bin jemand, der auch bei Noah sah man das, jemand, der lebt. Also jemand, der lebendig sein möchte. Und das versuche ich auch nicht zu verstecken. Ich glaube, ich habe jedes Recht der Welt, trotz alledem auch ein Leben zu führen, was ein positives Leben ist. Also ein Recht auf ein eigenes Glück. Das würde ich so. Ein wunderbares. Vielleicht als Abschlusswort. Schlusswort ist garantiert richtig. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke. Jennifer Thege für den Besuch bei uns und Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Planet Wissen. Tschüss.